Ich dachte, wir wären hier runtergekommen. Oh, fuck, ein Raptor. Hier sind wir doch jetzt machtlos. Oh, oh. Ich dachte, wir wären hier irgendwo. An der Klippe krepiert. Und wir hätten drumrum gemusst. An den ganzen Sumpfviechern hier vorbei. Wisst ihr? Die Schnauze voll. Das sind nur zwei. Drei. Ja, das könnte schon das Gute sein, dass uns genug vernaschen wird. Das ist das Gleiche jetzt. Ich glaube, ich erkenne gerade was. Sind wir in eine ganz falsche Richtung gelaufen vorhin? Oder... haben wir uns einfach so verlaufen? Dass wir einfach hier krepiert sind und dachten, wir wären auf dem Weg nach Hause, aber waren es gar nicht. Ich fürchte fast ja. Zwischen den Türmen, das kommt mir in der Tat sehr bekannt vor. Leute, ich fürchte, wir werden uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir unsere gezähmten Tiere nicht wiederbekommen. Und die Ausrüstung, die wir hatten, wird auch im Arsch sein. Nee, warte mal. Kommt mir das jetzt doch gerade bekannt vor oder nicht? Nee, Leute, ich habe keine Ahnung. Doch klar. Dieser dustige Bronto. Wir sind völlig falsch gelaufen. Ich hab's doch richtig erkannt jetzt im Nachhinein. Wir gehen jetzt hier geradeaus, vielleicht kriegen wir unseren Scheiß noch wieder.
glaube, unsere Tiere sind hinüber. Wir haben den Kampf nicht überlebt. Ich bezweifle, dass die es überlebt haben. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Diesen Weg sind wir vorhin eingeschlagen. Mitten ins Nirgendwo, in diesem blöden Sumpf. Dann wollten wir da rüber, weil ich dachte, ich hätte erkannt, wo wir uns befinden. Bis jetzt hat er überlebt gehabt. Philipp gibt's dann vielleicht noch. Hier. Da vorne. Da ist... Ich glaube, ich kann Philipp noch sehen. Da müsste unser Zeug noch liegen. Das ist mir total falsch gelaufen. Tut mir voll leid. Aber es ist echt schwer, sich zu orientieren. Seid mal ehrlich. Hoffentlich frisst uns nicht wieder irgendwas. Oh Mann, was hier los ist. Schnell den ganzen Kram nehmen. Was soll das? Neura ist dahin. Ich lasse Philipp diesen... Ich weiß gar nicht, was er da bekämpfen muss. Auch eine Mega Neura vielleicht. Alter. Hier, das könnte unser anderer Scheiß sein. Sehr gut. Ich kann mein Glück kaum fassen, dass wir das wiedergefunden haben. Nein. Nein, lass mich in Frieden. Du sollst mich in Ruhe lassen. Heilige Kacke. Wenn der Effekt von dem Dilo-Gift gleich aufhört. So. Jetzt geht das schon wieder los. Was ist denn hier los? Nein, ein Raptor. Alles nicht wahr sein. Freunde! Das Spiel verarscht mich! Guckt euch das doch mal an! Und jetzt hat der Raptor meinen Philipp getötet. Na toll. Aber da liegt immer noch mein Zeug rum. Ich wollte nur mein Zeug abholen und dann kommen wieder Libellen und Dilos und dann Raptor, um mich zu töten. Manchmal glaube ich, denkt sich das Spiel einfach, Junge, lass es bleiben, fang einfach neu an. Ich wünschte, ich würde mir das denken.
Ich wünschte, ich hätte den Ort hier vorher erkannt und hätte den Heimweg gekannt und wäre nicht in eine komplett falsche Richtung gelaufen. Das wäre toll gewesen. Schade, dass der Kompass nicht wie bei Minecraft funktioniert und auf das nächste Bett zeigt oder so. Das, wo man zuletzt drin geschlafen hat. Vielleicht lassen wir dem Raptor mal ein bisschen Zeit, sich zu bewegen, um da wegzugehen. Der ist ja eigentlich schnell zu Fuß. Er kann sich jetzt mal bitte verpissen, wenn ich meinen Scheiß wieder bekomme. So, gucken wir mal. Ich will weiter nichts als den Inhalt meines Rucksacks. Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Ich glaube, hier steht der Raptor noch, ne? Das ist der doch. Oder ist es ein Dilo? Ist der Raptor da hinten gerade am Kämpfen? Ich muss es einfach riskieren. Hier bin ich. So, wir haben all unseren Kram. Wir sind allerdings auch schwer belastet. Ich weiß nicht, was es jetzt schon wieder auf uns abgesehen hat. Aber ich hoffe, es kommt nicht nach. Ich will einfach nur nach Hause. Ach du Scheiße. So ein paar Meter weit mit unserem Rucksack und dann werden wir wieder gefressen. Das ist ja wirklich tragisch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Viel zu lange. Ich bin so müde, Leute. Ich weine Tränen gerade. Boah, das Spiel frustriert manchmal. Ich will nur meinen Scheiß nehmen und damit in Frieden nach Hause gehen. Das ist alles, was ich will. Ich will einfach nicht alles verlieren, was wir die ganze, dass wir die ganze Zeit gekämpft haben. Ist das zu viel verlangt? Ich will da scheiß Material zurück, aber ich kann keine 5 Meter gehen, ohne wieder gefressen zu werden. Junge, nach heute Abend habe ich erstmal die Schnauze voll von Ark. Das muss ich euch aber verraten. Ich mag das Spiel echt gerne, aber sorry, solche Momente.
bin jetzt gerade auch ganz still geworden, ne? Aus gutem Grund. Sehr gut, ist abgelenkt. Schön alles nehmen und Fersengeld. Und Carmonem ist schuldig eigentlich was. Leute. Nicht breakdancen, Hose anziehen. Mann, ey. Irgendwo Handschuhe sind im Eimer. So. Ja, ich habe viel Kram bei mir. Aber den verteidige ich mit meinem Leben. Verdammte Kacke nochmal. Was für eine Odyssee, was für ein Kampf. Aber ich glaube, ich kenne den Heimweg jetzt. Wir müssen einfach nur hier unten am Strand lang. Und das wusste ich die ganze Zeit über nicht. Ich wusste nicht, also wir wollten nach Hause, aber was ich nicht wusste, ist, wir waren schon an unserem Zuhause vorbei. Wir haben das nördlich sozusagen passiert. Und es wäre völlig unmöglich gewesen. Es wäre völlig unmöglich gewesen, dass wir tatsächlich an so einem gewesen wären, wie ich gedacht hätte. Boah, vor lauter Wut und Frustration muss ich einfach noch ein paar Viecher killen jetzt. Von wenigstens auch ein bisschen Tierhaut wieder rein. Wir gehen jetzt hier am Strand lang, der sollte relativ sicher sein. Und dann sind wir im Schnurstracks wieder daheim. Ist das ein goldenes Licht? Was brauche ich da für ein Level, um da ranzukommen? Oh Leute, oh Leute, oh Leute, ich bin um 1000 Jahre gealtert. 1000. Wir hatten Lasttiere, wir hatten Kampftiere. Die sind alle hinüber, weil wir uns verlaufen haben. Ja, es ist wirklich eine Schande. Ich brauche Wasser. Dem soll gedient werden. Kalt ist mir, dem können wir auch Abhilfe schaffen. Aber ich bilde mir ein, ich erkenne den Strand. Ja, ich erkenne ihn wirklich. Also wir sind jetzt todsicher auf dem Heimweg. Auf dem Weg in unser sicheres Zuhause. Die Frage ist, was haben wir von unserer waghalsigen Reise, die ich in der heutigen Aufnahmesession unternommen habe, gewonnen? Wir haben die Lasttiere nicht mehr, also alle unsere Tiere haben wir verloren. Wir haben einen Kompass gewonnen, ein paar Level und Lederkleidung. Aber ich weiß auch nicht, ob das Leder jetzt mittlerweile reicht. Das, was wir mitgebracht haben, damit wir auch tatsächlich endlich das Floß bauen können. Keine Ahnung, ob das reicht.
Es ist mehr als nur ein bisschen ernüchternd. Ich will gar nicht wissen, was ihr euch gedacht haben müsst, als ihr die Folgen mit mir geguckt habt und ich bin dauernd von irgendwelchen Viechern gefressen worden und hab nicht gewusst, wo es weitergeht und meine Fresse. Aber Leute, so ist das Spiel. Das ist Ark Survival Evolved, wie es leibt und lebt. Ich liebe das Spiel trotzdem, aber ich habe heute so viele Folgen aufgenommen, dass ich es für eine Weile nicht spielen muss. Vielleicht 2 Wochen oder so. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich da jetzt auch ganz dankbar für, dass ich es erstmal nicht weiterspielen muss. Weil ich bin gerade, ich fühle mich so frustriert, weil unsere ganzen Viecher hops gegangen sind. So frustriert. Und jetzt bin ich gleich froh, wenn wir einfach in unserer Hütte ankommen und dann beende ich die Aufnahme und gehe aus dem Spiel raus. Ich will einfach nur in unserer Hütte ankommen. Ich will einfach nur nach Hause. Da können wir nochmal zum Schluss, damit es nicht ganz so ein Downer ist, können wir nochmal gucken auf die ganzen Ressourcen, die wir unterwegs haben. Alter! Jetzt habe ich aber gerade Pipi in meine Hose gemacht. Also beinahe in echt, ne? Hier, Angstcode, pass auf, ich drück mal Z. Das ist mir beinahe gerade in Realität passiert. Meine Fresse. Das ist aber nur ein Oviraptor, der tut nichts, der frisst nur Eier. Ah. So, dann gehen wir gleich mal mit dem Leder in unsere Werft. Mal gucken, ob das wenigstens reicht, um uns ein Boot zu bauen. Dann können wir das ja wenigstens gleich mal machen. Dann würde sich das doch lohnen, wenigstens. Dann hätte ich auch wieder was, auf das ich mich freuen könnte, wenn ich das nächste Mal weiterspiele. Boah. Ach, der Triceratops ist noch hier unten. Das ist ja cool. Den hat nichts vertreiben können. Auch nicht die Tatsache, dass ich sämtliche Büsche weggerodet habe. Er ist hart im Nehmen, der Junge. So, Inventar öffnen. Leder haben wir hier schon 33 drin. Wir bringen noch 22 mit. Haben wir 55. Reicht noch nicht ganz. Wir brauchen noch 20 mehr, um ehrlich zu sein. Tja. Sprich, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen jagen. Das liegt aber daran, wir hatten eigentlich schon genug Leder, aber dann habe ich mir die Lederklamotten hier gebaut. Wir brauchen noch mehr Leder. Dafür jagen wir noch ein bisschen in der nächsten Folge. Diese Folge machen wir jetzt nichts mehr. Das muss ich euch leider so sagen. Ich will in dieser Folge nur noch nach Hause kommen und dann logge ich mich erstmal aus. Für euch geht das Let's Play ja morgen weiter, die nächste Folge immer am nächsten Tag. Aber ich brauche erstmal eine Erholungspause von den ganzen Strapazen, die wir in den letzten Folgen so erlebt haben, von all den Viechern, die uns gefressen haben, von den Krokodilen, von all den Raptoren, von all den Giftschlangen, von all den Momenten, wo wir uns einfach verirrt haben.
Das war einfach als Gesamterfahrung, es war zwar abenteuerlich, ich bin froh, dass ich euch ein bisschen Action zeigen konnte, aber mit dem Endergebnis ist es echt lausig, Freunde. Mit dem Endergebnis ist es wirklich, wirklich einfach nur lausig. Ich weiß, ich habe noch ein paar Dodo-Eier in der Kiste, die fahre ich mir jetzt rein. Das ist meine letzte Amtshandlung in dieser Folge. Es regnet, ich werde mürrisch. Meine deutsche Haltung... ...schlägt jetzt durch. Es regnet, ich werde mürrisch. Ich esse 5 Dodo-Eier... ...und sollte pappensatt davon sein. Wie sehe ich eigentlich aus? Geht ja langsam, scheint nur irgendwie so zu frustriert zu sein, wie ich mich fühle. Naja, es passiert. Freunde, ich lege mich jetzt in den Schlafsack hier und das solltet ihr auch tun. Macht's gut, euer Ben Stormrider. Wir sehen uns morgen wieder.